Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Getinia Horizon. Ja, wir schauen gerade zu, wie schön die Sonne untergeht. Was aber viel wichtiger ist, wir haben diesen lustigen Baum, der ist endlich gewachsen. Ich habe schon mal meine Schere in der Hand und jetzt muss ich nämlich schnell sein, weil der decayt nämlich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ah, ich habe Gott sei Dank einen Sapling wieder bekommen. Muss nämlich auch aufpassen, weil da bekommt man nicht so viele Sapling raus. Ich habe nur 5. Und solange ich die nicht in Reih und Glied aufgestellt habe, wie die Rubber Trees, muss ich da momentan noch ein bisschen aufpassen. So, wir wollen ja unseren Bolzen noch verbessern. Die Maschine hinten ist auch fertig. Aber wir wollen jetzt erst noch hier rein, denn wir brauchen noch Feather Fletching. Du bist das da. Und dann nehmen jetzt wir die da. Brauch sogar nur einen davon, das ist sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt hier entlang. Da haben wir 7. Und das da kommt dann jetzt erstmal hier rein. Ist egal. So, dann legen wir uns auch mal gleich hin. Und dann hätte ich gesagt, holen wir unseren Bolzen. Nein, den Bolzen habe ich schon im Inventar. Genau, weil ich es ja schon getestet habe. Ob das überhaupt noch das ist, was ich brauche? Ja, ist es. Also, wir haben jetzt gerade Drag a Bolt of Death. Wie gesagt, das war er noch nicht. Das wird er jetzt gleich. So, wir haben jetzt hier eine Accuracy von 97,5, eine Breaking Chance von 7% und ein Gewicht von 4,34. So, wenn ich jetzt den da austausche, haben wir eine Genauigkeit von 99%. Ich glaube, besser geht's nicht. Breaking Chance ist auf 4,6 runter. Das ist mir egal. Der kann auch ruhig brechen. Wie gesagt, deswegen haben wir Auto Repair drauf. Das ist noch nicht das Ding. Was man jetzt noch beachten sollte, Attack 2, 2 Hearts, Base Attack 1,5 Hearts. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal daraus ein Ding gemacht. So, und jetzt nehmen wir den Bolzen. Und was noch wichtig ist, wir haben eine Ammo von 115. Also durch die Feder ist es jetzt schon ein bisschen mehr geworden. Darum. Damaskus haben wir gelernt. Damaskus tut die Anzahl nach oben. Und Vanadium Steel den Schaden. So, wir gehen jetzt von 104 auf 1587 Bolzen. Und von einer Attack von 2 auf 4,5 und eine Basisattacke von 7 von 1,5. Die Break Chance ist jetzt wieder auf 7,88. Das Gewicht ist höher, aber er hat immer noch eine Genauigkeit von 99%. So. Das heißt, wie gesagt, Auto Repair. Ich benutze den Bogen nicht die ganze Zeit. Ja, das ist sehr klar. Kann ja sogar, ich glaube jetzt das Auto Repair ist jetzt Vanadium Steel. Genau. Wir können ja mal schnell gucken. Ich habe einen da. Wenn ich jetzt Vanadiumsteel da drauf hau, würde ich auf 176 gehen. Komm. Die zwei verkloppen wir.
Da sind wir jetzt bei 248, weil, wie gesagt, wir brauchen ja wegen im Twilight ja unsere Sachen. So. Dann hätte ich gesagt, das da lasse ich auf jeden Fall mal hier. Das da lasse ich auch. Rubber Tree Sapling gehen hier hin. Brauche nicht jeden Käse dabei. So, was haben wir hier jetzt noch dabei? Das da kann weg. Brauche ich momentan nicht. Jack's Lucky Punch, lassen wir da. Mein Langschwert nehme ich auf jeden Fall mit. Das brauche ich nicht. Das kann ich später auch aufräumen. Fein. Kommt da auch weg. Ich brauche normalerweise auch keine Schüssel. Ich brauche kein Better Barrel. Mein Item Locator brauche ich. So, ich habe da draußen gesehen, dass ich Kisten habe. Genau. Dann räume jetzt die, also das sind jetzt meine Aufräumkisten. Ich hau jetzt einfach mal alles, was ich glaube, was ich nicht brauche, hau ich jetzt da rein. Das ist gut. So, dann brauche ich das auch nicht. So, meinen Schlüssel räume ich rein. Was ich brauche, ist der Zauberstab, den räume ich hier raus. Dafür brauche ich meine Schere nicht. Ich nehme sie aber mit. So, meinen Silk Touch Hammer lasse ich hier. Ich brauche nur einen. Ich repariere mal. Ja, vor allem, ich habe den total super repariert. Ich habe den nämlich einfach nur jetzt mit der. Ja. Alles gut, Drake. So, die da nehme ich mit. Nicht so ganz Inventar rein. So, den Wrench kann ich erstmal hier reinpacken. Das haben wir alles dabei, das haben wir auch dabei. So, den Hammer packen wir hier hin. Dann hätte ich gesagt, ich gehe mal noch ein bisschen Netherrack holen. Und es geht schneller, wenn ich es so mache. Genau. So, das heißt, jetzt haben wir das. Das heißt, ich habe jetzt einen Hammer dabei. Das da räumen wir da rein. Das da räumen wir da rein. Die Schaufel räumen wir runter. Das haben wir auch alles dabei. So, jetzt weiß ich ja auf jeden Fall, ich brauche noch mal eine Map. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Kisten. Ich hoffe, dass ich genügend Fackeln dabei habe. Habe ich alles schon aufgeräumt? Okay. Nehme ich hier mal ein Stack mit. Einen zu früh. Dann haben wir jetzt das auch noch am Laufen.
So, wir haben Kisten jetzt dabei. Genau, dann kann ich nach vorne laufen, meinen Forestry-Rucksack noch holen. In der Zeit können noch ein paar Fackeln entstehen, weil ich den Forestry-Rucksack auch komplett... ich sag Forestry? Meinen Forest-Rucksack von Forestry, so rum. Der ist noch ein weiter unten. Ne, der ist sogar schon leer. Sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt auch ein paar Bäumchen fällen. Oder sonstige lustige Sachen machen. Und ja, ich möchte lieber ein bisschen zu viel dabei haben als zu wenig. Was als auch als nächstes mal irgendwann anstehen sollte, ich sollte mir mal irgendwann auch den Cleaver bauen. Weil damit sollte ich langsam auch mal anfangen, ein bisschen Zombies anschneiden. Aber ich möchte noch was bauen und das fällt mir jetzt gerade so ein, weil jetzt geht's, weil jetzt habe ich die richtige Sache da. Und zwar im Aloysmelter brauche ich jetzt Netherquarz und Glass Dust. So, wir machen mal davon 4. Davon 8. Bitte sag mir 11, oh, danke. So. Ich weiß, ich kann total gut zählen. Vor allem, wenn ich 3 brauche. Ich glaube, ich kriege hier aber nur einen raus. Genau. Das ist beim anderen ja besser. So, und ich brauche noch... achso, das ist Solarium Round. Wie stelle ich das her? Solarium Dust. Soul Sand, Gold Powder und Asche. Soul Sand. Gold Powder. Müsste man eigentlich alles da haben. Dürfte das auch kein Problem sein. So, der Herr Mixer. Solarium Dust, okay. Und das brauche ich was? Ein Zweier. Okay, also Solarium Dust haben wir. Das heißt, ich muss jetzt sogar einen Blast ver... Ah. Ohne braucht er länger um 1. Ist egal.
So, dann heißt es jetzt, du kommst da rein. So, und ich brauche jetzt dafür das Around. Mode Round. Ich glaube, ich habe nicht Round, ne? Ich habe Bold. Oder Ball, ja. So, wie weit bist du? Ja, du bist auch schon auf einem guten Weg. Für einige, die sich jetzt gerade fragen, warum, du hast doch diese goldenen Lassos. Diese goldenen Lassos sind in dieser Version kastriert worden. Das heißt, man kann hier nur nette Mobs mitfangen. Mit der Seelenfiole kann man auch böse Mobs fangen. Die sind dann zum Beispiel interessant, wenn man jetzt zum Beispiel einen ja, netten Mob gefunden hat, der wo sagt, ja, ich bin total nett. Ja. Du kannst mich gerne haben, ne? Also mitnehmen. Zum Beispiel in eine Falle zu bauen, Monsterfalle oder unendliche Endermänner. Dafür braucht man dann diese schöne Fiole. So, bin total zufrieden mit mir, dass ich jetzt das schon alles aufgeräumt habe. So, du kommst da rein. So. Du kommst da rein, geht nämlich besser. Ja, bevor ich das jetzt irgendwohin verkloppe. So, und davon brauchen wir jetzt zwei. Und schon haben wir Round. So, und davon haben wir jetzt sechs. So, du und du. Und du kannst und du läufst fröhlich vor dich hin. Finde ich total klasse. So, wir haben die erste. Du kommst erstmal hier hin. Und die zweite lasse ich sogar im Inventar. So, meine Lucky Pickaxe. Die lasse ich auch da. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht zu viel noch Käse. Genau. Davon schon mal vier Stück auspacken. Den Käse. Der kommt auch noch weg. Haben wir auch. Ich habe noch dran gedacht, bevor ich da vorne gelaufen bin, ne? Ja, steigere mich auch. So, das kann noch weg. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, alles soweit draußen, was man nicht mehr gebrauchen kann. So, hier bin ich jetzt noch dabei,
meine restlichen Bären zu futtern. Jetzt ist die Nacht fast vorbei. Das heißt, wir werden jetzt noch kurz schlafen und dann geht's ab in den Twilight. Ich hoffe, dass ich die Map noch vorne in der Kiste drin habe. Das wäre nämlich auch von Vorteil. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, wenn jetzt dann halt irgendein ein lustiges Viech dann irgendwo rumeiert. Magic Map. Ich hoffe, du hast jetzt keinen Blödsinn gemacht. Ah, okay. Ah, ich muss in die Richtung laufen. So, wenn ich jetzt mal G mir anschaue. Der ist unter mir. Ist egal. Cool wäre es natürlich jetzt, wenn ich einen Naga noch hätte auf dem Weg, um zu testen, wie gut das der Bolt jetzt ist. Aber ich glaube, die habe ich schon beide gekillt. So, und bevor wir jetzt noch weiter sind, 267. Wir müssen gucken, ne? Oh, aber hier ist schon leer. Allegor. Hier wohnt keiner mehr. Okay. Da ist dann der Wolkenpalast, oder was? Oder heißt es Hügel? Kleiner Hügel? Könnte auch sein. War das ein kleiner Hügel? So. Sammle ich ihn gerade schon wieder alles ein. Könnte jetzt auf jeden Fall der beste Fail werden ever. Oder es kann sehr schnell gehen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man halt das umgehen konnte, wenn man es in Rapier dabei hatte. Konnte man ja auf den einschlagen und der hatte die Rüstung durchdrungen. Und diese Schilder galten als Rüstung, also hast du auf den 4, 5, 6 Mal eingeschlagen. Und schon, ja, hat man sich gefreut, denn der hatte keine Schilder mehr. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Also das heißt, man braucht wirklich, man muss die zurückschlagen. Und darum wird es witzig. Ich muss auf jeden Fall mich immer wieder mal zurückziehen. Und das habe ich für mich auf jeden Fall schon mal auserkoren. So, und ich hätte gesagt, da hinten ist ein... schöner Bereich. So, und wir gehen mal rein. F7. So, 22 Schaden. Das gefällt mir doch schon viel besser. Geh weg.
So, wir machen immer einen Raum nach dem anderen. Dass wir hier keine Möglichkeit haben, dass die von hinten noch irgendwie uns besuchen wollen. Wie gesagt, die schlimmsten sind, ich hätte noch vielleicht Milch mitnehmen sollen. Als da freundliche Kameraden vorbeikommen, die einen vergiften. So, bist denn du? Stone Slab, okay. Gut. Das heißt, erste Raum fackelmäßig geklärt. Deswegen auch Fackel mitnehmen wie Weltmeister. So. So. Slowness habe ich bekommen. Toll. Hier noch was? 44 Schaden. Ist das geil oder ist das geil? So. Geh weg. Wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns zurück. Umbringen könnt ihr euch. Habe ich nichts dagegen. Wir wollen über. Schmeißt euch runter. So, wir wollen ja auf jeden Fall. Es ist schön, dass dieser große Baum hier drin ist, aber der kommt weg. So, was ich jetzt auf jeden Fall gleich mal tue, ist Sachen, die ich nicht brauche, gleich hier rausschmeißen. Ich habe bis jetzt nicht sehr viel Kabel. Hätte ich vielleicht doch was mitnehmen sollen. Ich sehe gerade, ich habe da hinten Aluminium Gravel. Bist denn du? Lazarit. Ich habe leider die Befürchtung, dass das sehr wenig sein wird. So, aber wir haben auf jeden Fall mal das dabei, dass ich auch Löcher zumachen kann. So, dann hätte ich gesagt, wir machen hier weiter. Wir gehen hier nach oben. So, ich habe natürlich meine Silk Touch nicht mitgenommen. Aber ich brauche nicht alles wegräumen. Nur so viel. Das ist nicht nervt. So, okay, hier ist alles dicht. Wir gehen in den nächsten Raum. Ah, mit einer Fackel gekillt. Oh. Ich
weiß auf jeden Fall, dass meine Armbrust auch irgendwann Silk Touch haben muss. Und deswegen Schwerte einstecken. Auch auf anderen Wegen. So, wir gehen mal hier rein. Also da nehme ich dann irgendwann Silk Touch und räume den Raum aus. Das nervig. Schauen wir mal, dass wir die Blätter dazu kriegen, dass die decayen. Wahnsinn. Wisst ihr jetzt, warum, dass ich so viele Kisten mitgenommen habe? Und ich habe die Befürchtung, die reichen nicht aus. Ist ja schlimm. Nee, an diese Spinnen habe ich gar nicht mehr gedacht. Gott. So, ich muss nur schauen, dass ich halt immer alles schön brav ausschalte. Dass es nicht halt uns sozusagen wieder in den Hintern beißt. Na? Und nicht umsonst gesagt, ich habe noch Blöcke, ich muss Blöcke mitnehmen, dass das nicht auch passiert. So, da ist noch ein Baum. Da auch. So, glaube ich, habe jetzt soweit alles weg. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Okay, dann kommt da noch eine Fackel hin. Perfekt, dann gehen wir jetzt mal die Holztreppe rauf. Da haben wir wieder so einen Zwischengang. Noch ein. Alter! Gott sei Dank, ne? Dann muss ich das G ganz schnell angewöhnen. Geh weg. Muss nur aufpassen, dass ich nicht auf einmal ganz oben bin. Ne, wir haben noch eine Ebene, wo... die lustigen Kameraden mit einem spielen wollen. Und da ist ein Spawner. Wow. So, als allererstes. Nö. Kann ich auch. Ich habe hier ein Skelett gesehen. Das ist auch gleich noch ein Spawner. Und deswegen auch noch ein Schwert. Der auch weg. Du bleibst weg.
So, dann hatte ich gesagt, dann gehen wir mal wieder hier runter. Hier habe ich nämlich noch schöne rote Kreuze. Die müssen wir jetzt nicht lassen. Ah, und ich möchte nicht überrascht werden. So, und bevor ich ganz oben bin, die Lambex. Ich hätte mal gesagt, gleich einen Burger essen. Wir gehen jetzt hier weiter. Okay. Dann da gleich was hinmachen. Da auch. So. Ihr merkt gerade, ich werde immer konzentrierter und ruhiger. Wo? Ja, wir möchten keine Überraschungen aus irgendwelcher Seite bekommen. Lieber zu viel und zu vorsichtig als unvorsichtig und dann Sachen holen gehen. Gott sei Dank. So. Ah, ich habe aufgehört zu vergiften. Ja, wenn ich jetzt mit der Armbrust auf den geschossen hätte, hätte es für mich Game Over geheißen. Das war mal wieder diese Spinne mit diesen schönen roten Kreuzen am Hintern. Ja, und die reflektieren ja den Schaden. Na, wenn du 56 Herzen Schaden machst. Ich habe nicht so viele. So, wir gehen auch mal hier entlang. Okay. Die bauen wir ab. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich gut regeneriere gerade. Auch gut aus. Jawohl. Der Turm ist auch safe. Dürfte ich eigentlich.
Okay. Ich hätte zwar eine Spinne. Okay, wir sind dann auch draußen. Okay. Halt. Drag. Rote Kreuze. Wir wollen alles Mögliche, nur keine roten Kreuze. Wie zum Beispiel das hier. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier entlang. Und auch hier keine roten Kreuze mehr. Auch keine Möglichkeiten runterzufliegen. So, wir sind schon fast in der Ebene, wo er spawnt. Ich hoffe, dass ich noch nicht auslöse. Weil ich möchte die andere Treppe auch noch hochgehen. Ja, Sicherheit geht vor. Sag mal. Wollte gerade sagen. Aber wenn man blind ist, ist man blind. Oh ja. Es gibt ja Gott sei Dank überhaupt keine verwinkelten Räume in dem Ding. So. Da komme ich nie wieder her. Ja, wobei, glaube ich nicht. Ich glaube, ich komme überall noch mal hin. Alleine, um alles leer zu räumen. Auch weg. Wir dürften alles haben. Aha, Netherrack. Schön, schön. Kreuz. Ah, gewusst. Noch was gibt. So, wir gehen aber wieder hier raus. Ich will meine Kreuze wegmachen. So. Puh. Ich glaube, das ist der Raum genau unter den Büchern. So, wie schaut es hier aus? Jawohl, passt. Noch hier. Aber wir haben eine zweite Zugangsmöglichkeit.
Was haben die eigentlich hier mit Bäumen? Im Eingangsbereich ein Riesenbaum. Hier schon wieder einer. Hahaha. Ups. Mist. Löschen. Das ist mein Vorteil. Lö. Mir egal. Könnt mich nicht anzünden. Ich glaube, hier ist ein Spawner irgendwo. Jetzt weiß ich auch, warum das hier ein Baum ist. Da kommt man nicht so schnell an den Spawner ran. Ich glaube, drüben ist auch noch einer. Ja, wobei ich nicht mal glaube, dass das Absicht war, sondern dass hier einfach mal wieder ein Baum das gespawnt ist und danach der Rest. Uah! Alter, Gänsehaut! Tschüss. So. Hui. Vor allem ist lustig ist, man sieht halt, ne, dass das Spawners sein müssen. Zuckt trotzdem noch zusammen, wenn dann irgendwas passiert. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir futtern noch unseren zweiten Burger. Den Raum auch noch safe. Auf jeden Fall sind die hier belesen. Also, sie könnten es auf jeden Fall. Ja, wobei, ich glaube, mich greifen ja auch so Art Bücherwürmer an. Du liest zu wenig, du spielst zu viel. Mach ich dich putt. Wobei ich derjenige bin, der wo etwas spielt. Weiß ich auch, wie ich meinen Bogen benutzen muss. Was? Es gespawnt. Jetzt wird's kritisch. Au. Mal schaut her. Geht nicht. Aua.
Leute, ich muss mir mal ein wenig zurückziehen. Uhuhu. Ein bisschen regenerieren. Gott. Alter, krieg ich schon jetzt aufs Maul. So. Ich komm wieder. Keine Frage. Ich könnte eigentlich mal... Nee. Region wäre jetzt schön. Hätten wir einen Heiltrank noch mitnehmen können. Aber ich glaube, ich habe schon ein Schild. Also ein Schild ist, glaube ich, schon weg. Ey, könnt ihr mal aufhören, so schwer zu atmen? Ist ja nervig. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Das wird lustig. Genau, wenn sie nämlich die Feuerbälle schießen, dann muss ich abhauen. Gott. Bleib du mal oben. Wäre jetzt lustig, wenn man den jetzt so schlagen könnte. Aua! Kann man noch mal probieren. Okay. Rückzug. Wir machen noch mal kurze Pause. Ja. Was gibt's denn hier noch Schönes? Nix. Ich höre einen Zombie. So höre ich einen Zombie. Weil ich da oben noch nicht war, hä? Hallo? Super, ich regeneriere total toll. Merke ich schon. Der hat zurückgeworfen. Das ist lustig. Ja, da hätte ich gesagt, gibt es so eine Lösung. Tschüss. Gott, der hat mir... Ich habe jetzt gerade durch den da mehr Schaden gekriegt als oben durch die Jungs und Mädels. Also drei Schilder hat er noch. Ich geh mal schnell nach unten. Das ist ja. Hab ich eventuell von den Jungs und Mädels, die wo da mit den Spinnen, die wurde auf mich geschmissen. Neusea, Potion, Weakness, Potion Extract, Neusea, Potion, nein. Da ist leider nichts dabei, dass ich sagen kann, ich mach mal Region. Aber ich kann mal schnell zu meinem Aluminium Gravel da hinten laufen. Glück gehabt. Sowas lässt mir nicht stehen. Was bist denn du? Saphirvene, okay. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen wieder rein. Weil wir sind gerade auf der dritten Herzlevel. Ups. Zu früh abgebogen. Upsi.
Da muss ich hin. Wieder nach oben. Wieder uns hauen lassen. Das Lustige ist, es kann natürlich jetzt dann sein, dass wir noch einen zweiten brauchen, wenn wir nicht genügend Sachen kriegen, ne? Hui. Und schon wieder weg. Ist total super. Mal schnell Blödsinn. Na, ja, vor denen hätte ich ausweichen müssen. Aber dann nur noch zwei. Nein. Dies. Komm. Schmeiß eine Enderperle. Aua. Ich hab's halt Enderperle. Aua, aua, aua. Enderperlen sind die anderen Dinger. Und wieder weg. Burger Time. Except Burger Time. Ich hab nur noch einen. Wieder Neusea. Lich Bone Chip habe ich bekommen. Okay. Ob ich da oben halt so einen kleinen Raum hinmachen kann, wo ich halt mich jedes Mal in Deckung schmeißen kann. Weiß ich gar nicht, ob das so geht. Muss ich mal beim nächsten ausprobieren. Bei dem jetzt nicht. Ja, ich will die Leiste auf jeden Fall voll haben, dass ich die Möglichkeit habe, noch mich zurückzuziehen. Wie gesagt, lustig ist, ich brauche von dem ein oder zwei Schuss. Das ist nicht das Problem. Ich muss die Schilder wegkriegen. Zwei habe ich noch. Wie gesagt, muss halt aufpassen. Mist. Na, komm. Oh. Oha. Oha. Oh, oh, oh. Oh. Ich hab's geschafft. Ein schönes Herz. Und ich habe 5 Lichtbones. Ich brauche für den 2. Ha! Ja. Freunde! We are the winner. Das ist doch hervorragend. Ich habe auch meine Lich Trophy und ich müsste jetzt auch. Da muss man hin. Escape. Ich brauche Achievements. Ich brauche Twilight Forest. Scepter Mastery. Habe ich kein Scepter bekommen? Doch. Life Draining. Ja. Das habe ich. Okay, das heißt, es gibt dann noch ein zweites. Wir schauen nochmal nach. Nix Statistik. Achievements. Genau. Das heißt, Touched by Undeath ist freigeschalten. Das ist das zweite Zepter, was man noch kriegen kann. And now to find the exit. Okay. Also das heißt, wir sind jetzt dann auf dem Weg zum Büffel.
Der knockt mich aus, wenn ich reinkomme. Weil du gemischt. Büffel? Kriegst du einen Büffel? Selber einen Büffel. Ich bin ein Minotaurus. Kein Büffel. Schön, Büffel. So, aber das ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Also in einer normalen Drag-Zeit, in einer Stunde, habe ich den klar gemacht. So, das ist jetzt das, was man alles mitnimmt. Okay. Dadurch, dass die jetzt sozusagen zwei Enderperlen von links und rechts geschmissen haben und ich die, glaube ich, gleichzeitig auf dem Ding sind zwei Schilder verschwunden. Oder ich habe nur dreimal treffen müssen. Das weiß ich jetzt leider nicht. So, Magic Map Focus nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Bücher nehme ich noch mit. Den Helm nehme ich mit. Die Hose nehme ich auch mit. Dann ist das Underline-Licht leer. Das heißt, ich habe jetzt dann, ich weiß jetzt, dass ich dann hierher kommen kann, muss zum fertig looten. So, und wir können wieder zurücklatschen. Ich habe auf jeden Fall Lapis noch gefunden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei ich glaube, das war ziemlich weit oben. Ja, ich habe keinen Zirkzart dabei, aber von dem Zeug habe ich glaube ich auch schon einiges drüben. So, ich hoffe, dass ich gerade in die richtige Richtung gehe. Sah gut aus. So, wir wollen noch mal gucken. 257. Also die Armbrust wäre, ganz ehrlich, die Armbrust wäre, wenn ich die standardmäßig gehabt hätte, die wäre kaputt. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Pampbäume gibt. Ja, da fehlen mir nämlich auch noch etliche. Hat jetzt fast ausgeschaut wie ein Beacon da oben. Der Lapis-Block. Das hätte ich. Da hätte ich aber geguckt. Ja, vielleicht laufe ich noch an einem vorbei. Dann weiß ich es ja, ob es hier auch die gibt. Und ich bin gerade an einem, oder? Also Jungs, ne? Aber ich habe jetzt gerade wieder festgestellt, also der Unterschied, ne, zwischen leicht, mittel und schwer, das ist dann doch, das ist dann auf jeden Fall, also die Viecher machen weitaus mehr Schaden. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe mich jetzt ein paar Mal zurückziehen müssen, weil sonst wäre es schlecht ausgegangen. Wenn man das halt auf einer anderen Stufe spielt, habe ich halt schon gesehen, ne? Also da kannst du da oben stehen bleiben. Das macht dir nichts aus. So. Weiß jetzt nicht, ob ich die Walnüsse schon hab. Peppercorn hätte ich gern. Dahin ist das Portal.
So. Puh. Ja, was wir halt auch mal irgendwann wieder machen müssen, ist mal wirklich in der Overworld ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen Sachen sammeln, ne? Weil, wie gesagt, wir bräuchten eigentlich noch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel von Pam ein paar Bäumchen. Schon wieder eine Schlucht. Bin ich bestimmt in die falsche Richtung, richtig. Ja, so brauche ich dann ein wenig länger. So, wir sind am Portal angekommen. Da muss ich auch mal irgendwann demnächst mal was bauen. Nicht, dass ich mir auf einmal dumm gucke, ne? Aber machen wir erst, wenn das Portal dann auch an die Endposition gegangen ist. Weil sonst nicht, dass ich dann das alles jetzt baue und dann auf einmal bin ich wo ganz anders. Das wollen wir ja nicht, ne? Nee. Gut, also diese lustige, komische Feder, die wo ich da gekriegt habe. Genauso wie die Map. Die lassen wir mal hier. Die Naga Trophy lasse ich auch hier. Das gelbe Herz. Auch so. Lichtbone. Das muss ich, so brauche ich sowieso hier. Dann hätte ich gesagt, lass mir das auch gleich mal da. Merke, also 29 Herzen, glaube ich, habe ich momentan. Ob ich auch wirklich 29 Herzen habe, weiß ich nicht. Glaube ich schon wieder zu weit, ja. Das kommt da rein. So, Naga Scale. Kannst dir eine Rüstung bauen. Protection 6 und Protection 3. Kann mir, wenn einer versteht, was das bedeutet, schreibt mir das mal bitte einer in die Kommentare. Protection 3, also römisch 3, bei 111 wird ein bisschen viel. Und Protection 6, nochmal drunter. Sowohl als auch und, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht ganz. So, dann haben wir hier Schwerter. Genau. Ein Bücherclub haben wir auch noch. So, schmeißen wir hier nochmal Bücher rein. Da haben wir noch ein paar von. Ich hätte gesagt, nicht schlecht. Gut, gut, gut. Das heißt, wir haben jetzt uns den Herrn Licht besorgt. Das heißt, wie gut ist denn mein Zauberstab gefüllt? Ja, Ignis braucht er noch ein bisschen was. Mein Problem wird nur sein, ich glaube, ich kann es noch nicht machen, oder? Wand. Gold Wand Caps. Nope. Die kann ich noch nicht machen. Das heißt, die müssen wir erforschen. Das heißt, demnächst müssen wir auch mal wieder an Zaumkraft andocken. Das heißt, ich brauche ja Goldcaps. Dann werden wir uns da auch mal demnächst drum kümmern. Denn wir möchten bitteschön den nächsten Wand haben. Und vor allem dann habe ich auch zwei Wands, die wo man mal füllen kann. Dass man mal immer wieder
auch dann im Soundcraft schon mal wegen was weitermachen kann. So, das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Denn wir möchten ja, eigentlich jetzt hier weiterkommen, dass wir bessere und schnellere Circuits noch herstellen können. Das würde ich mir mal genauer angucken. So, was haben wir denn hier noch? Carbon Dust, Fine Electrum Wire und Modern Polyethylen sind SMD32-Resistoren. Okay. Wisst ihr was? Die Quest machen wir jetzt noch fertig. Weil die macht Sinn. So, das heißt, ich brauche jetzt davon 4 Stück. Fine Electrum Wire, habe ich die schon? Ja, habe ich. Ha, ich glaube, ich weiß, warum, dass ich die noch nicht gemacht habe. MV, ich hab'n ja. Das vergesse ich jetzt mittlerweile die ganze Zeit. Ich kann ja jetzt sozusagen den nächsten Schwung machen. So, aber das wird mein Rezept. Wir gehen nach vorne und finde ich schön, dass ich das auch rausgefunden habe. Und du gehst auch nach vorne. So, und ich brauche ein Circuit Nummer 3. Ich glaube, es das, was mich am meisten noch momentan davon abhält, mehr zu machen, ist Plastik. So, wir haben 16 SMD-Resistoren. Und wisst ihr, was das Schöne ist, wenn du dann sozusagen gerade die Plastikproduktion eigentlich gerade daneben stehen hast. Das heißt, ich muss wieder mehr Ethylen herstellen. Heißt aber auch, wir müssen auch da weitergehen. Aber darum sage ich ja, ich brauche jetzt mehr von den schönen Resistoren. Weil, wie gesagt, die Resistoren die müsste ich eigentlich auch hier verwenden können, oder? Nicht? Wir claimen uns den noch. So, they are needed for the EV tier and circuit line and are cheaper to craft than basic version. Also wir schauen uns nochmal die SMD-Resistoren an. Doch. Also ich kann auf jeden Fall die LV machen. Doch, da sind sie doch. Also statt die Resistoren. Ja, also wenn man sich vorstellt, Resistoren kosten einen Kabel, da brauche ich nur Elektrum. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche mal schnell hier meinen Schlüssel. Weil du kommst jetzt hier rein. Danke. Und ich räume jetzt noch mein restliches Klump auf. Schmeiß das auch noch schnell hier rein. Freue mich einen Keks, dass wir den Licht besiegt haben. Und dann geht's fleißig, frohlockend weiter beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.